Noch bevor die Mannschaft sich zu einer taktischen Besprechung durchringen kann, wird erst einmal ausreichend geblödelt. Ramona nimmt's dann aber plötzlich doch ernst. Nochmal Spielerplan? Ein Spielerplan. Wie heißt das, wenn man das auf der Tafel aufzeichnet? Spielplan. Na. Strategieplan, Dings. Ja, du, Alter, du kannst ja eine Aufstellung! Ja, da gib mir ja einen Stift, die zeichne ich da was auf, merkst du das echt bis am Platz? Wenn es zuschaut und einer schreit, da war ich immer leibend, wie man da unten noch am Simmeringer gespielt hat. Da war das Herzblut dabei, aber Aufstellung und Strategie kennt sie sich einmal ganz und einmal gar nicht aus. Na, falsch, weg! Weg! Was ist das da? Falsch! Seitenverkehrt! Schade. Was seitenverkehrt? Willst du das umdrehen? Nein, das Goal muss zumachen. Warum? Wieso? Weil da die Abwehr ist. Weil du von hinten kommst, ne? Na, ja, aber da kommt ja der Ball rein. Wenn ich das zumache, kommt der ganze Ball rein. Das ist keine Linie, Outlinie. Es ist eigentlich scheißegal, wie man zeichnet. Jeder weiß, wie ein Fußballplatz ausschaut. Und ob das Goal jetzt so offen ist oder nach oben offen ist, das ist so wurscht. Treffen tun wir es eh nicht. Also ist es wurscht. Warum? Was machst du? Das ist Outline, Outline, Cornerline, Cornerline. Wo ist der Cornerline und der Outline? Das interessiert doch keine Sau. Nein, oder? So gehört das aufzeichnen. Ach so. Warte. Ich hätte so gesagt, ja? So geht, da, oder da stimmt. Da steht die Nummer 11. Ihr habt recht, ne? Da steht die Nummer 11. Nicht so wie das Problem ist, hab ich recht, Salzburger? Ja, wir wollten das ein bisschen so professioneller machen und deswegen habe ich gesagt, dann zeichnen wir auf. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht und der Maxl hat wahrscheinlich eh recht mit seiner Zeichentechnik, nur kann er halt leider nicht zeichnen, deswegen schaut es so aus. Ramona leitet die Einsatzbesprechung trotzdem, hat aber dann ihre Schwierigkeiten mit den verschiedenen Seiten. Das ist rechts! Du Depperte, wenn man so alles spielt, ja, kannst du, siehst du eigentlich hören, was du machst? Ich dachte, das ist rechts, der Klo ist ja, rechts, aber mein Bruder rechts. Muss da die Logik stellen. Ja, dann dein Bruder, Ramona, Bruder von Max. BVM, oder? BVM, Bruder von Max, oder? Die Ramona kann, glaube ich, nicht räumlich denken. Ne? Oder irgendwie ein bisschen den Kopf umdrehen, weil es eine Kopfgeschichte ist. Ne? Und sie hat glaubt, das ist rechts, aber was links und dreht umgekehrt. Und naja, Frau halt, ne? Was soll ich sagen? Gott, dass das nicht blond ist. Eigentlich ist es so, dass der Erhard schon recht hat, dass das links ist, was ich zeichnet habe. Dadurch, dass ich aber Legastheniker bin, ist es für mich rechts. Nein, nein. Einen brauchen wir noch, gell? X. Da kommt noch einer. X. Und passt auf. Ich spiele eh nicht mit. Beim Anpfiff. Da kommt noch einer. Auf Maxl habe ich vergessen, dadurch, dass der gestern schon gesagt hat, nach einer Minute Spielzeit, er kann nicht atmen und laufen gleichzeitig. Und er hat sich austauschen lassen. Habe ich jetzt eigentlich geglaubt, der spielt heute eh nicht und tut nur uns die Wasserflaschen auffüllen oder so. In dem Moment, wo wir da vorne sind, kriegen wir da. Die Strategie ist voll zum Speim. Die einzige Strategie, die wir haben, ist heute ein bisschen weniger saufen und mehr Goal schießen. Und das Beste draus machen, was anderes, glaube ich, kommt dann immer raus dabei. Unglaublich motiviert erreicht Monas Mannschaft den Sportplatz. Und dort gibt's erstmal ein kühles Getränk, zubereitet von Maxls Vater Leopold. Ja, Papa, wann haben wir die erste Partie? 2:30. Leib, und da haben wir es noch gemütlich, da gehen sie noch 3 Uhr im Dudlerweiß aus. Das haben wir schon eingespritzt noch. Aber es wollte ein Gewinner, habe ich gehört. Ja, ja, dann sicher. Dann müsst ihr euch ein bisschen zurückhalten. Der Beudel, der Papa von Maxl, ist ein echt gemütlicher Kerl und der hat das Ganze organisiert. Hat mich auch gefragt, ob ich mitmache. Deswegen, ja, habe ich gesagt, finde ich leibend, bin ich dabei. Taugt mir. Wie schaut unser Goalverhältnis aus? Puh, warte, muss ich den Spielleiter fragen. Den Spieler, warte, muss ich die Liste holen. Nein, ich wollte jetzt von meinem Vater wissen, wie unser Goalverhältnis ist. Aber das habe ich schon her. Das habe ich schon gekriegt und der Papa ist schon drin. Sind da die Ergebnisse drin? Wir haben nichts gewonnen heute. 7-3. Ah, gestern. Aber heute schauen wir, dass wir die nächsten 2 Partien gewinnen. 13-2 haben wir die letzte Partie verloren. Das können wir da was machen mit ein bisschen Schmiergeld? Das ist ja Erster werden. Ich schäme mich als Erster hier und ausgesagt, damals als Letzter. Ja, ich finde die Torliste nicht so schlecht. Ich meine, für das, dass wir so eine besoffene Wirtschaftspartie sind, haben wir sie wacker geschlagen, würde ich mal sagen. Und heute zeigen wir es ihnen. Ja, wie viel Goal habt ihr geschossen? Wo ist die Mona? 4 Tore geschossen und Mona 7. Ich habe 37 gehalten. 1. Ja, aber 40. Ja, und 18 habt ihr gekriegt. Das ist nicht viel, ist nicht so arg. Ja, 18. Ja, aber wir sind die einzige Kaffeehausmannschaft. Ich glaube, wir sind 5 geschossen. Und doch noch 4 geschossen. Eigentlich scheiße, ne? Aber ist ja wurscht, ne? Schauen wir halt heute, dass wir ein bisschen was fürs Dorfverhältnis tun.
Und es trifft endlich der Rest der Mannschaft ein. Für Maxl quasi ein Familientreffen, denn Verstärkung bekommen die Fußballer auch noch von Maxls Bruder. Den kleinen Plauden bin ich schon stolz. Haben immer Kraft, das kleine Bub. Den habe ich immer gegeben und heute kommt er schon. Und heute wieder mir gegeben. Ich bin schon ganz stolz. Wirklich auf ihn, dass er heute bei uns spielt. Und er wird uns helfen, dass wir heute alles gewinnen. Super, das ist ja mein Bruder. Kann ich nicht aufstreiten. Ich liebe ihn so, wie er ist. In der Umkleidekabine wird nicht nach Buben und Mädchen getrennt. Dafür kennen sich die Jungs und Mädels einfach schon zu lange. Maxl entdeckt aber doch noch etwas Neues an Ramona. Aber wieso hast du wirklich das Knie zupickt? Weil es mich sticht auf der Seite. Die ganze Weil es dich sticht? Ja. Weil es mich sticht, grüß Könnte ich bitte einen Tee pappen? Mich sticht meine Nudel. Du Trottel, du kannst ja maximal in vergrößerten Kitzler eintippen. Du Tepper, denn meine Nudel ist größer wie der kleine Eiergeschell. Der Max ist ein Trottel, der checkt gar nichts. Der hat keine Ahnung, der weiß ja nicht einmal, dass das Bandel-Tape heißt. Der glaubt, das ist das Bandel zum Ausmalen, was der, weil er das gelernt hat und da tut er anbieten. Ne? Na, was ist jetzt? Trinken wir was? Oder? Ja, ich bin eh schon dran. Trinken wir da was oder schlafen wir gleich miteinander? Nein, saufen wir lieber was. Ich meine, ich stinke die F***-Bachen nicht. Er ist halt so, wie er ist, man muss ihm nehmen, wie er ist. Wenn er nüchtern ist, geht's her, aber wenn er dann trunken hat, tut halt viel schimpfen. Monas Mannschaft ist inzwischen schon gut bedient und denkt langsam unschwerfällig ans Aufwärmen. Maxl ist nach 5 Minuten schon durchgeschwitzt, die andere nach einem ganzen Match. Jetzt fangen noch andere an dabei. Und ich bin dann der Blitzer. Wenn einer kann, dann kann. Wir tun immer so weg und auf die Schnelle. Ja, der Maxl macht den Wasserträger, deswegen spielt er nicht von Anfang an. Ja! Ja! Mein Bruder geht, so wie ich es gesagt habe, ist Wachbieren. Weltklasse! Jetzt wird's was! Ja! Bist du hier? Ramona, schau nicht auf die Bäume und spiel Fußball! Tadio! Ramona, Ramona, schier, schier! Schier! Na, wie man den rutscht! Bruder! Der wäre eine Fußballspielerin! Ich muss gar nicht rein, ich lasse es, solange es so gut rennt, brauche ich nicht rein. Ich gehe außer wenn es schlecht rennt, will ich dann rein, dass ich was verbessern kann. Das erste Match wird nur hoch, also nicht haushoch verloren. Während Maxl seinen Frust im Alkohol ertränkt, ist Erhard doch wahrlich beim Wasser. Ja, mir geht's extrem scheiße, also mein Kreislauf ist komplett unten. Ich fahre nur mehr auf 4 Leistung oder so. Also ich muss jetzt auch sagen, dass der Erhard natürlich wie auch gibt, enttäuscht mich sehr, muss ich sagen. Aber er hat mir komplett leibend die Schleife übergeben. Nur ich glaube, ich habe es nicht verdient. Wenn, dann kriegst du es der Maxl. I am the Captain. So, Maxl, Kapitän. Jetzt bin ich Kapitän, jetzt geht es nach meiner Nase. Und jetzt werden wir gewinnen. Ich trinke Mineral. Man glaubt es kaum, aber ich brauche es. Was tust du? Ja, der Hand. Die Schleck geht so und mit Mineral runter. Ist ein bisschen mit toll. Da oben steht Mineral. Das ist ein Menthol. Jetzt ist es vorbei. Oh ja! Mineral doch! Ja, was ist Menthol drin? Das ist ein Menthol. Wie ein Kinderöl. Warte, das ist für den Kreislauf wieder, dass er ein bisschen in die Hecke. Beim nächsten Match will Maxl mitmischen, damit mal was weitergeht. Aber auch ihm geht nach den ersten paar Metern die Luft aus. Hast keine Luft mehr! Maxi, Sauerstoffzelt. Ja, für mich ist es heute grün. Ich habe heute keine Kondition mehr, leider. Sonst war alles leibend. Kunka! Super, Patrick, weg! Abgut! Hey! Bist du Wachbieren? Wer war das? Was bist du für ein Trinker? Jetzt haben wir wieder verloren. Und jetzt werden wir es trinken gehen und dann heute den Idioten einen gefressen. Dann hat sie sich erledigt für heute.